Auf geht's zu einem Trip an den Florida Keys. An Bord des Bootes sind Taucher, die Jagd machen auf den mit Giftstacheln bewehrten Rotfeuerfisch, eine eingewanderte Art, die das Ökosystem hier durcheinander bringt. Die Männer sind gut gerüstet. Also man fängt den Rotfeuerfisch und dann geht man hier so in den Behälter rein. Und wenn man dann wieder rausgeht, bleibt der Fisch drin. Die Taucher nehmen an einem Wettkampf mit mehreren anderen Bootsteams teil. So soll Lust gemacht werden auf die Jagd. Eigentlich ist der Rotfeuerfisch im Roten Meer zu Hause und im tropischen Pazifik. In US-Gewässer dürfte er gelangt sein, weil Leute Fische aus ihrem Aquarium ausgesetzt haben. An den Korallenriffs vor Floridas Küste macht der fressfreudige Fisch nun Jagd auf andere Bewohner. Natürliche Feinde hat er nicht und die Giftstacheln können gefährlich werden. An den Spitzen hier sieht man, dass sie fast aussehen wie eine Spritzennadel. Da drin ist ein Kanal, in dem das Gift ist. Wenn man die abmacht, ist alles in Ordnung. The fish is fine. Die anderen Teams haben keinen guten Fang gemacht. Eric Billips und seine Männer sind die Sieger. Sie haben 86 Rotfeuerfische gefangen. Helfer einer Umweltschutzorganisation vermessen die Fische und sie zeigen, wie man den Fisch zerlegt und zubereitet. Der Rotfeuerfisch ist bekannt für sein leichtes weißes Fleisch und wird in immer mehr Restaurants serviert. So werden mit der Jagd auf den Eindringling gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.